Und damit herzlich willkommen zurück zu Bravely Second Endlayer. Beim letzten Mal haben wir gegen Professor Norsen gekämpft und den Astrologen Asterisken bekommen und er wurde von Miau Miau, ja, von einer Katze erschlagen, kann man nicht sagen, naja, besiegt, sagen wir es mal so. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen weiterkommen. Ich muss noch eben vorher sagen, bei Bravely Second hatte ich ja immer so ein, ja, ich sag mal, ein Problem in Anführungsstrichen, dass bei Gesprächen, Dialogen, wo ich still bin, wo wir nur den Dialog lauschen, manchmal so ein Rauschen im Hintergrund ist. Das ist der Laptop, über den ich hier capture. Das ist immer ein bisschen ätzend gewesen. Wenn ihr das jetzt hier seht, und auch schon die Montagsfolge, dann habe ich etentuell, ja, etentuell, eine Lösung gefunden. Ja, über die ich mit Camtasia, wie ich das mit Camtasia regeln kann, mit dem Schneidprogramm. Das hoffentlich funktioniert, das, es müsste eigentlich funktionieren, es fiel mir jetzt spontan bei der letzten Aufnahme kurz ein, aber das kriegen wir wohl hin. So, jetzt möchten wir aber einmal Magnolia einen neuen Job zuweisen, und zwar, ja, das ist jetzt alle noch nicht so wichtig, und zwar den hier, Astrologie. Ja, die Astrologie ist für Magnolia gedacht. Magnolia wird also jetzt eigentlich komplett mit Angriff liegt mir nicht mehr viel zu tun haben, sondern sie wird meine Heilerin und meine Statusverbessererin. Wir gucken uns jetzt erstmal diese Fähigkeit an. Die Astrologie. Und da haben wir Astralmagie 1. Physische Gunst plus Magiegunst. Also plus Angriff, sagen wir es mal so. Ausweichgunst, Elementarschutz wird erhöht. Vorahnung. Feinde können nicht zuerst angreifen und auch keinen Brave-Angriff nutzen. Das ist richtig, richtig gut. Und das ist auch so eine Sache, warum ich diese Sache bei Magnolia eigentlich das erste Mal auch gemacht habe. Die können einfach nicht zuerst angreifen, du gerätst nie in den Hinterhalt. Voll nice. Astralmagie 3, Tempogunst, Magiespiegel. Magiespiegel halt, also Tempo ist klar, Magiespiegel halt, um magische Angriffe zu blocken. Physischer Schutz, Magieschutz, nochmal erhöht. Voraussicht. Zauber und Fähigkeiten, die Status erweitern oder unterstützende Eigenschaften bieten, wirken schon ab Zugbeginn. Das heißt, Magnolia ist, wenn sie zum Beispiel den Angriff von jemandem erhöht oder die Verteidigung oder sonst was, immer die erste, die angreift. Das ist richtig nice. Astralmagie 5, Glückstag und Elementarspiegel. Glückstag erhöht das Glück. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, ob da die Drop-Rate erhöht wird oder was weiß ich. Und Elementarspiegel sind dann halt Elementarverstärkungen. Und dann haben wir noch Elementengunst, nochmal Ident und Elementbarriere. Dann kommen die letzten beiden, das sind lange Unterstützung, verdoppelt die Dauer von werterhöhenden Effekten. Und Grenzbrecher. Erhöht die Maximalwerte für attributerhöhende Effekte, die auf dich und deine Verbündeten wirken. Nur ein Gruppenmitglied mit Fähigkeit besitzen. Ja. Aber das ist richtig cool. Und zu diesem Job wechseln wir jetzt. Yay! Magnolia ist jetzt eine Astrologin. Und wir können dann mal eben gucken. Das haben wir schon. Und den Rest hat sie ja nicht. Wünschelrute. Ungeöffneter Kiste. Das habe ich noch. Ja, das ist okay. Heilen kann Magnolia ja mittlerweile und jetzt braucht sie halt wirklich, oder jetzt bekommt sie halt wirklich nur das Astrologie erstmal, um uns da zu verbessern. Okay, jetzt müssen wir wieder raus, denn da wartet wahrscheinlich schon das nächste Szenario auf uns. Don't worry, Pops. We'll keep our promise. Yes, and follow through on our words. Thank you, Magnolia. And forgive me. Him? Comment? Whatever for? The ball in the sky hole destroyed your home, right? It's your sworn mission to defeat it. If we hadn't stopped the Professor Sandstorm, you could have accomplished this already. You could have had your revenge. You, listen to me. My home on the moon was destroyed by that ball. This is the undeniable reality. And it is true. Destroying that ball and avenging my people is my mission. Before I left the moon, my commander spoke to me. You are strong, he said, but there is only so much you can do on your own. You must find new comrades on Luxendark, new companions. Comrades who would fight at my side, here in this strange and distant land? Who needs them, I thought.
They'd already decided this operation would be a lonely one. And yet, the very first person I met here offered to be my friend. I was too happy for words. From one friend followed another. Before I knew it, I had a new mission, a new calling. I want to help you. I want to fight at your side. I want to save Agnes. Together. Do you understand, you? I'm one of Agnes's ball-busting Avengers, just like you. Magnolia. She's right. The four of us didn't come together just by chance. We're true companions, united by a common cause. A common cause. Yes, that describes us exactly. To bust the ball. Kick the Kaiser's behind. And rescue Agnes. Together we can do it. We will do it. Let's go for the gravy, everyone. For the gravy. Eine starke Truppe, die sich da zusammengeschlossen hat. Oh, da links ist eine Sidequest. Die müssen wir natürlich zuerst machen. Aber jetzt können wir auch endlich hier unten physische Gunst kaufen. Und Magiegunst. Die bringen uns natürlich noch nichts. Nö, die bringen uns auch noch nichts. Sidequest. Sidequest. Kamizumi ist wahrscheinlich wieder aufgestanden, ne? Was los, Hausmalle? What good's going on? Oh, Martha! What a lovely wooden brooch! Isn't it beautiful? Mr. Kamizumi gave it to me as a thank you gift for nursing him back to health. Oh, I thought I recognized the design. It's so beautiful. I'm not surprised that it's Master's handiwork. Wow, Master Kami Izumi made that himself? Whenever he has a few moments to spare, he whittles brooches. He's been doing it for as long as I've known him. Oh, I almost forgot. He left a letter for you, Miss Idia. He did? Oh, let me see. Would you look at this? My master's calligraphy is so elegant, it almost makes me sick. My wounds have healed, and now I must take my leave of this place. But there is one favor I would ask of you. I want you to take this second letter and deliver it to a pupil of mine in Anshine. I once penned a correspondence course book on the secrets of swordsmanship for beginners. It proved to be surprisingly popular. Master wrote a how-to for amateur swordsmen? Really? The pupil in question is a young man by the name of Go. He recently left Alcampus to make his way in the world. It seems he quite enjoyed my book as a lad, and we often discussed his enthusiasm for the blade during my time here. In a sense, he is your fellow pupil, Idia. As of late, however, the boy has disappeared from the halls of this dormitory. Oh, something terrible must have happened. Maybe Master wants us to go rescue him. I understand that Go secured employment with the Power Betterment Office in Anshine. Please find Go and deliver to him this letter. You will have my gratitude. This doesn't tell us anything about where Master might have gone. At least we know he's alive. And it doesn't sound like he's in danger. Oh, that's good news, isn't it? It's a load off my mind as well. In any case, I guess we should deliver the letter to this fellow pupil of yours, right? I guess so. What do you say? Time for a visit to Anshine? Jo, ist eine Sidequest halt, ne? Da müssen wir natürlich hin. Und wir können ja, ich meine, wir können auch nach Anshine, weil ja... Sagen wir schnell, weil ja... Da müssen wir ausruhen. Was war denn jetzt? Weil der Sandsturm ja auch nachgelassen hat, als wir Norrison besiegt haben.
man den wieder richtig hinsetzen. Das ist ja unerträglich hier. Wir safen vorher mal eben ab. 15 Stunden. Wie lange war mein erster Spielstand? War 60, glaube ich. Gut, ne? Ja, wir haben noch einiges vor uns, meine Freunde. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wäre ich langsamer hier in Let's Play. Oh ja, jetzt kann man das da hinten auch schon besser sehen. Der Sandsturm scheint echt weg zu sein. Your Majesty, I'm back. Didn't you miss me? Your report, Minette. Did you see to you? I was just so happy after killing the professor and stopping the sandstorm, you see. You won't blame Minette, will you, Mew? So quieting the winds was your doing. Finally, we can stretch our wings a bit. We should go and round up our troops. And there's Muir. More? I picked up the most perfect little nip of information. The compass that your Majesty is searching for, I know where it is. I've already sent my best little kitties there. Yes, they're searching for it right meow. You have served us well, Minette Napcatty. Cats are everywhere. Cats see everything. And what they see, I see. Meow, isn't that special? Your Infermeowtion Superhighway, was it? It is with good reason that they call you the Catmancer. Who's a good kitty now? Who's a good widow kitty? Thank you, Your Majesty. But Meow, Minette must return to her work. Go forth, Minette. And here, perhaps my own feline friend might serve you as well. Truly? The compass is as good as Muir's. Meow you later. Minette Napcatty, a frightful little child indeed. And yet, this is too important a task to trust to her alone, no matter how capable she may be. You wouldn't object to sending Jan as well, would you? A rational course of action. Make it so. As you wish, Your Majesty. By whatever means necessary, I must have that compass. Was ist an diesem Kompass so besonders, dass er den unbedingt haben muss? Na gut. Aber unser Ziel ist jetzt erstmal nicht der Kompass, sondern diese Sidequest hier, die uns nach Anscheim führt, in einer neuen Stadt. Wo wir uns jetzt mal umgucken werden. Anscheim, Land von Sand und Zeit. Vor der Palast da oben, ey. Da hängt ein Ding. Ja. Dann gehen wir mal gucken. Da müssen wir rein, da ist die Sidequest. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Läden. Guck mal, ob ich diese beiden Gegenstände hier finde, aber das. Da haben wir doch einen Tengu-Train. Der andere ist mit Sicherheit da oben, wo wir noch nicht hinkommen. Aber voll die krasse Uhr. Treten, also Magie, da können wir mal reingucken. Was gibt's denn da? Oh, okay, Level 3 Magie. Okay, aber dann können wir das schon mal kaufen. Beleben und Segen. Danke. Und da sind Waffen. Die bräuchten wir auch theoretisch kaufen. Oh, was haben wir denn? Mithrilschwert. Okay, das würde für Magnolia was sein und für Idea. Aber da geht's auch besser. Axt, Speer, okay. Rute ist für die beiden natürlich perfekt mit dem magischen Angriff. Mithrilstab. Macht die Abwehr von Magnolia höher, aber wir sind momentan auf Angriff. Und Magnolia braucht keinen magischen Angriff, da könnten wir wirklich auf die Abwehr gehen. Und das erhöht einfach den Angriff. Mal gucken. Dolch, okay. Den Bogen habe ich auch noch. Osafune. Hilfschlag, Ring, zwei Hände, Tannenberg, einfaches Gewehr. Alter. Okay.
Dann würde ich mal sagen, nehme ich eine Mithril-Rute für Idea und einen Mithril-Stab für Magnolia. Ja. Mithril-Schilde. Ja, Mithril-Schilde bräuchten sie alle drei. Yu können wir sie nicht ausrüsten, da er ja nicht auf Schilde geht. Der zweihändig ist. Drei Stück. Helme. Du hast den neuen guten schon ausgerüstet, das heißt, davon bräuchten wir drei. Können wir davon noch was kaufen? Auch nicht mehr viel. Da glaube ich, muss ich unbedingt Yu was kaufen. Yu geht hier auf jeden Fall vor. Ja, und da wäre es das Stahlhemd, was seine Abwehr erhöht. Das wäre auch für Tis was. Obwohl für Tis das hier besser wäre. Okay, dann kaufen wir das hier einmal. Und jetzt können wir uns das nicht mehr leisten. Nein! Dann rüsten wir erstmal eben aus. Und gucken dann weiter. Das war für Tis. Zu dir. Mithril. Und den Turban. Und das Nix. Okay. Die kann weg. Dafür kriegst du den Streitkolben. Nee, der Mithril-Stab war das. Zack. Das war in Ordnung. Und dann habe ich die Akademie-Robe nicht angezogen. Wer weiß. Und den Turban kriegst du aber nicht. So, der war für dich hier. Turban und das, ja. Du hast auch den Turban, du nicht? Was war bei dir? Habe ich einen Turban umsonst gekauft? Ja, scheiße. Aber gut, verkaufen. Grundschild. Die Dinger können weg. Fäustlinge. Sternenanhänger brauche ich nicht. Silberbrille. Aber halt nochmal. Das Ding kann weg. Doktorhut kann weg. Turban kann einer weg. Der Fasshelm kann weg. Legionshelm. Mana-Robe. Lamellending kann auch einer weg. Die Dinger können auch mal weg. Die finden wir später. Die kriegen wir noch alle geschenkt. Ist alle wertlos. Okay, dann können wir wieder kaufen. Und zwar den einmal für Magnolia und den einmal für Yu. Bam, bam, bam. Shopping-Tour heute hier. Zack, und Magnolia. Magnolia, Magnolia, was war das jetzt? Magnolia, was hatte ich dir besorgt? Magnolia? Magnolia, was war das denn jetzt? Hab ich jetzt doof? So, jetzt haben wir die Zeit. Oder war das Idea? Ich hab die jetzt geholt. Er hat sie jetzt gekauft. Ich bin jetzt doof. Ja, yeah, Color. Besitz 2. Ach, jetzt habe ich Judas falsch, alles klar. Ich habe Judas falsch ausgerüstet. Ausrüsten, du bekommst ja nicht das Color Dingsbums, du bekommst das Stahlhemd. Natürlich, was willst du denn mit dem Energieangriff? Das ist ja Blödsinn. Ja, Entschuldigung. Jetzt sind wir richtig ausgerüstet. Alles klärchen. Bärchen, meine Güte. Okay. Dann würde ich aber für heute sagen, reicht das? Oh, wir haben eine Aktualisierung. Interessiert eh kein Schwein. Dann würde ich sagen, für heute reicht das. Ich beende hier die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Sidequests weiter angehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.